Hallo und herzlich willkommen zu einem Update von meiner 7 vs. Wild Bewerbung. Neben mir ist die liebe Hannah Asil, auch sie ist eine Wildcard-Bewerberin. Der gute Fritz Meinecke hat unsere Bewerbungen im Stream bereits angeschaut. Dabei sind ein paar Fragen aufgetaucht und wir werden heute darauf reagieren. Viel Spaß mit dem Video. Passt, let's go! Passt, wir gehen direkt rein. Ich werde das Ganze ein bisschen skippen oder vorspulen, damit es für euch schneller geht. Wenn ihr meine ganze Bewerbung in Ruhe anschauen wollt, dann verlinke ich sie euch oben und unten. Auf geht's. Und wir starten als allererstes mit der Bewerbung von Wildnisschule Waldkraft, Survival Trainer und Jäger. Okay, haben wir vielleicht jetzt jemanden hier, der krasse Skills hat? Wir wissen es nicht. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bewerbungsvideo für die dritte Staffel von 7 vs. Wild. Okay. Okay. Ist das dein erstes Video auf dem Kanal? 222 Abonnenten. Aber 22.000 wäre gut, oder? Das wäre besser, ja. Erstes Video, glaube ich, gewesen. Ey, krasse Qualität, Alter. Oder? Also geil gefilmt, geil geschnitten, Mucke drunter. Nice. Da zeige ich den TeilnehmerInnen, wie sie langfristig... Oh, gegendert. An der Stelle leider raus, tut mir leid. Aber wer gendert, darf leider nicht bei 7 vs. Wild mitmachen. Schade! So, das war's mit meiner Bewerbung. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Na, der Fritz hat es eh gleich mit einem Augenzwinkern kommentiert. Ich glaube, der weiß schon, was das auslösen kann. Ich habe null Ahnung gehabt. Ich arbeite, wie gesagt, im Sozialbereich dort. Das ist schon ewig gang und gäbe, dass man gendert. Aber ich befürchte, da kommt später noch mehr. Wir schauen einfach mal weiter. Spaß, Leute. Na, eigentlich auch kein Spaß. Ich brauche einfach eine anständige Axt oder zumindest ein großes Messer. Okay, spannend. Sehe ich ein bisschen anders. Aber das ist ja auch gerade das Spannende bei diesem, nennen wir es jetzt mal Hobby, dass es da halt so unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Es gibt im Endeffekt ja auch nicht immer gleich richtig und falsch. Das, was für den einen funktioniert, ist für den anderen der blanke Horror, ne? Aber okay. Wundert mich tatsächlich. Also vernünftiges Messer, das wäre das Letzte, auf das ich draußen verzichten würde. Mir fallen dazu ein die 5 C's of Survival. Und die Nummer 1 ist Cutting Device, also Messer oder Axt. Das zweite wäre Combustion, sprich irgendwas zum Feuer machen. Cover, Container und Cordage. Und daran würde ich mich so im Groben halten. Natürlich darf man die ganzen Survival-Regeln nicht zu dogmatisch behandeln. Und im Grunde hat der Fritz recht, jeder mit dem, was er klarkommt. Und ich glaube, das macht es ja für die ZuseherInnen, was wollte ich sagen? Spannend. Das macht es auch spannender, wenn man unterschiedliche Strategien sieht und man dann gut beobachten kann, wer wie damit fährt. Da. Ah, okay. Oh. Als Survival-Trainer. Noch geschmiedet, oder was? Hä, hey, aber ich war, bin gerade ein bisschen aus dem Häuschen. Er hat ganz viel auch hier so Schneesachen drin gefilmt. Auch in dem gleichen, ich sag mal, Qualitätsstil. Aber... Es rattert voll bei ihm, gell? Aber das ist gar kein großer Kanal hier. Also. Da rattert's, aber die Schneeaufnahmen stammen tatsächlich von meinem Bruder und der hat im Rahmen von einem Filmprojekt für sein Studium ein paar Aufnahmen gemacht, die schon ein paar Jahre her. Das ist übrigens das Kursgelände in Mautern von uns. Dort findet meistens die Trapper Challenge statt. Schaut einfach auf die Homepage www.waldkraft-survival.at. Vielleicht sehen wir uns dann einmal genau dort. Bist ja kein... Wo kommen diese Aufnahmen her? Er hat ja gar keinen YouTube-Kanal, den er vor der Bewerbung befeuert hat, sage ich mal. Aber hat jetzt irgendwelche Aufnahmen von irgendwelchen krassen Wintertouren? Okay. Ist er geschmiedet. Warte mal, oder hat er einen neuen Kanal aufgemacht? Hat er dafür jetzt einen extra Kanal aufgemacht? Warte mal. Was? Kennt ihn jemand? Das wäre natürlich nochmal ganz spannend. Kanalbeitritt ist der 9.5.23. Der ist also auch frisch eröffnet worden quasi. Also ich kann euch versichern, es ist kein Fake-Kanal oder irgendwas ähnliches. Das ist tatsächlich einfach so, wie es ist. Das ist mein erstes YouTube-Video. Ein bisschen was in die Richtung habe ich schon gemacht, aber...
Das kommt noch. Ja, weiß ich gerade nicht. Also krasse Videoqualität. Oder hat er jetzt dafür sich quasi irgendwie einen Kollegen geholt, der das gefilmt hat? Mich verwundert, dass das so sein erstes Video ist und es ist so überprofessionell, Alter. Auch vom Ablauf, von der Mucke, vom Moderieren, so als würde das halt also schon Ewigkeiten machen. Da muss ich jetzt kurz, warte. Aber man muss ja sagen, dass du ja gewohnt bist, auf der Bühne zu stehen. Vielleicht kommt es daher, dass du deswegen warst, wie du irgendwas ankündigst oder wo einrätst. Das habe ich immer schon gedacht, als er sich das gefragt hat, habe ich mir gedacht, naja, aber du bist halt der Bühnenmensch. Also vielleicht. Genau, also der Background ist der, ich habe bis vor ein paar Jahren in einer Metalcore-Band gespielt, ich haue euch gern den Link oben rein, falls euch das interessiert, hört's mal rein. Und habe mich ja in der Band viel mit Grafikdesign, Videobearbeitung beschäftigt, habe nebenbei ein bisschen in dem Bereich gejobbt, war bei vielen Imagefilmproduktionen dabei, immer so ein bisschen Mädchen für alles und habe da viel Erfahrungen sammeln können, die mir jetzt definitiv zugutekommen. Im Weiteren habe ich viele Leute in meinem Freundeskreis, die sehr begabt sind und mir immer wieder helfen, wie die Hanna zum Beispiel. Ich habe noch nichts gemacht. Und ich habe meinen Bruder, der das Ganze hauptberuflich macht, und der war tatsächlich auch da in der Schmiede dabei und hat mir bei den Shots geholfen. Also Shoutout Niklas Dostal, danke. Die Credits gehen an dich. Den Rest habe ich tatsächlich selber gemacht. Also danke für das Kompliment. Freut mich sehr. Gut, okay, klar, ich hatte einen Kameramann. Ja, weil vielleicht hat er einen Kollege oder einen Kumpel, der es halt macht und für ihn gefilmt, geschnitten hat und so ein bisschen. Sorry. Jetzt, ich will mal ganz kurz auf Instagram gucken. Facebook, TikTok, Wildnisschule Waldkraft. Wartet mal. So, hier haben wir es. Zack, zack, zack. Okay. Also auf Instagram 378 Follower. TikTok. Oder hat er vielleicht für TikTok irgendwas produziert? TikTok. Okay, also Sherlock Meinecke geht jetzt alles durch und recherchiert. Das ist natürlich super cool und das größte Kompliment für mich und natürlich auch super Werbung, aber glaubt mir, das ist kein billiger Marketing-Gag. Wenn ihr anruft und mir dabei haben wollt, dann bin ich sowas von dabei, das schwöre ich euch. Mal hier kurz prüfen. Aber das ist halt, also dass er so interessiert ist, ist halt gut für deine Person, weil das heißt, dass das, was er bis jetzt sieht, immer auf jeden Fall taugt, weil sonst wird er sich dann nicht so die Mühe machen. Definitiv, also das größte Kompliment. Also mir geht es halt darum zu wissen, wegen der Grenze. Schau mal bei Kanäle, das habe ich doch gerade gemacht, bin ich bescheuert? Nee, keine Info. Hier, nee. Nee. Weiter. Also ich sag's ganz ehrlich, ist alles Geschmack. Meins wär's so gar nicht. Aber das ist halt eine super Geschmackssache von Handhabung über Gewicht, Stärke und so weiter. Das ist gar nicht meins. Nee, das holt mich nicht ab. Verstehe zu 100%. Es gewinnt sicher keinen Schönheitswettbewerb. Und ich würde es mir auch so nie kaufen. Tatsächlich passt es aber so perfekt in die Flasche und aus dem Grund macht das Ganze für mich Sinn. Aber der Fritz ist halt so dieser Schnitzer und Clan-Fudler teilweise. Und ich glaube, da kann er auch für Seven vs. Wild nicht so seine Haut raus. Stimmt, aber trotzdem gibt es immer nur das Multitool mit einer kleinen Klinge zum Schnitzen. Mmh, Geschmackssache. Aber wenn er damit klarkommt, dann ja, ist ja top. Wenn ihr wissen wollt, wie das Teil in der Praxis performt, dann schaltet beim nächsten Video wieder ein. Bin gespannt, was ihr aus der... Genau, und das Video ist bereits online. Ich verlinke es euch nochmal oben und unten. Schaut's vorbei, ich bin eure Kommentare durchgegangen und hoffe, dass ich alle Fragen von euch beantworten habe können. Die Werbung entwickeln wird. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen von der Wildnisschule Waldkraft, die mich zu dem Video motiviert haben. Ach, das ist gar nicht seiner? Seine Kollegen von der Wildnisschule Waldkraft. Ah, warte mal, jetzt muss ich nochmal. Dann gehe ich nochmal auf die Homepage. Das sind mehrere, oder was? Kann das sein? Ah, guck mal hier. Survival Trainer, Jäger, Naturlehrer, Pädagoge, Survival Instructor und Forstarbeiter, Bushcraft und Survival Trainer, Waldpädagoge, Messerschmied. Also, ich glaube, mehr Aufmerksamkeit kann man fast nicht bekommen. Echt. Ah, mega okay, geil. Das sind quasi mehrere. Verstehe. Okay. Danke an alle, die das Video jetzt bis zum Schluss durchgeschaut haben. Ich wünsche dem gesamten Produktionsteam von Seven vs. Wild alles, alles Gute. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe Bock, ich habe Zeit, bin motiviert und sage bis bald. Ciao.
Auf jeden Fall erstmal danke fürs Video. War geil, geil gemacht, geil geschnitten, coole Musik dahinter. Unabhängig, was jetzt egal wo wie weitergeht, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du da Bock drauf hast, Alter, bau den Kanal auf. Ritterschlag. Oder ganz kurz, hier ist Joko drauf auf dem Thumbnail. Ja, also mit der Expertise, Survival, Jagd, mit der Videoqualität und so weiter, kannst du locker einen richtig, richtig geilen Kanal aufbauen, wenn du da Bock zu hast. Also kann ich dir nur empfehlen. Potenzial ist, was da, bist auf jeden Fall sympathischer Typ, hast Hintergrundwissen und so weiter. Also da könnte ich mir auch mal das eine oder andere Video hier im Stream angucken, auf entspannt, mal wieder ein bisschen Qualitätscontent und so weiter. Okay, wir machen eine Abstimmung. Mega cool, das ist so ein großes Kompliment, dass ich gar nicht weiß, wie ich das annehmen kann, außer dass ich einfach Danke sage. Das bewirkt natürlich was in mir und ich kann euch versprechen, ich bin schon am nächsten Video dran. Es wäre jetzt aber ein Blödsinn zu sagen, jetzt kommt jede Woche ein Video, das ist nicht realisierbar. Gebt mir ein bisschen Zeit, dafür möchte ich wirklich Herzblut reinstecken und beim nächsten Video noch einmal eine kleine Schaufel oben drauflegen, was die Qualität angeht. Ich stehe erst am Anfang, ich kann noch viel dazu lernen, ich habe Bock drauf. Bleibt gespannt, bleibt dabei, abonniert den Kanal, dann versäumt ihr nichts. Ich nenne es jetzt einfach Wildnisschule Waldkraft. Wollt ihr ihn dabei haben oder nicht? Was ist eure Meinung? Umfrage läuft und schreibt gerne eure Meinung dazu in die in den Chat. Dann lese ich das ein bisschen vor. So, parallel läuft das Ganze hier. Der hat noch einen Instagram-Kanal, der heißt Jan DSL, aber der hat ja auch keine 10.000 Follower. Okay. Er klingt gut, Skills sind halt safe da und sympathisch finde ich ihn auch. Cooler Typ, ja, würde gerne sehen, wie er jagt. Mega sympathisch, nicht so künstlich übergerät wie viele andere. Ja, finde ihn sympathisch, ja, wir brauchen mehr Leute mit Skills. Eigentlich geiler Typ, aber bei Gendern war er raus für mich. Sympathisch und geerdet, Qualität war super, aber habe leider nicht mitbekommen, was jetzt das Neue war, was er sich gestellt hat. Na, das Messer, denke ich mal, oder? Genau. Aber stimmt, er hat das gar nicht thematisiert, ne? Also, Entschuldigung. Er hat wahrscheinlich noch nie vorher irgendwie ein Messer mitgebaut, vielleicht. Aber stimmt. Ziemlich sympathisch, frei und deutlich geredet und viele Bilder benutzt. Doch hat er. Er gefällt mir, aber hat Wissen, passt gut. Mich würde mal interessieren, wir sind bei 68% Ja. Die 32%, die Nein geschrieben haben, da würde mich mal tatsächlich die Begründung interessieren. Warum Leute jetzt gesagt haben, nee, hätten wir keinen Bock drauf. Nein wegen Gendern? Haben wir 32% echt Nein wegen Gendern? 32% Besorgte mit Genderphobie. Er hat gesagt, er hat noch nie ein Messer geschmiedet. Oh, sorry, ist ein bisschen umgegangen. Okay, genau, dann war das Messerschmieden das Ding. Okay, ich finde sie ja eigentlich schon lustig. Liebe Besorgte mit Genderphobie. Wie gesagt, also selbst vor Fritz seiner Reaction habe ich schon in den Kommentaren gemerkt, dass da irgendwie eine Welle über mich hereinbricht, mit der ich so nicht ganz gerechnet habe. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe mir gedacht, das ist normal so. Und meine Einstellung dazu ist aber ganz simple. Wenn ich in meinem Wortgebrauch minimal was verändern kann, damit sich andere Leute mit eingeschlossen fühlen, dann kann ich das machen, ohne dass mir dabei ein Zacken aus der Krone fällt. Das ist eigentlich nur Kleinigkeit und ich möchte ja in meinen Videos möglichst viele Leute ansprechen und genau das tue ich damit. Ich muss sagen, mir ist das gar nicht aufgefallen. Also erst, als ich die Kommentare unter deinem Video gesehen habe, ist mir das aufgefallen. Dann habe ich mir gedacht, oh, okay, das ist mir nicht aufgefallen. Ich finde das so spannend, über was die Leute aufregen können. Und dass das jetzt ein Grund ist, bei sowas jetzt zum Beispiel nah zu sagen, finde ich ja total spannend. Aber es ist auch gut, dass ein Fritz das so genau interessiert bei deiner Bewerbung, die Nein-Sager. Weil da merkt er, okay, ja. Ein einziger hat sich positiv geäußert bezüglich der Gender-Thematiker. Mhm. Ein einziger. Und die Kritiker sind halt oft am lautesten, das ist halt so und damit habe ich aber keinen Stress. Ich nehme damit ja niemanden irgendetwas weg oder so, also bitte entspannt euch alle mal, es ist nur Kleinigkeit. Ich werde es in Zukunft einfach so handhaben, manchmal werde ich gendern und manchmal werde ich drauf vergessen und es ist auch völlig okay so. Also, Friede, Freude, Eierkuchen. Kann Gender nicht mehr hören. Nicht mehr hören. Challenge war zu lasch und gendern ist mir zu ruhig. Okay, ja. Also danke ich schon auf jeden Fall für die Bewerbung. Geile Videoqualität, wie gesagt, mach auf jeden Fall weiter. Würde mir da auf jeden Fall noch weitere Videos angucken. Sehr, sehr geil gefilmt, geschnitten, schöne Qualität. Ja. 68% sagen, yes, haben wir
Bock drauf. Herzlichen Dank an alle, die für mich gestimmt haben. Ich bin super froh, dass meine Bewerbung reacted worden ist. Ich bin super froh, dass sie der Fritz meine Bewerbung angesehen hat. Ich denke, dass die Abstimmung ja nur mit einfließt in die Entscheidung und ich vermute, dass ich damit schon mal so ein bisschen im engeren Kreis gelandet bin, was mich ultimativ freut. Also danke nochmal an alle, die für mich abgestimmt haben. Lieben Dank, Fritz, an das Kompliment. Und jetzt schauen wir darüber zu Hanna, weil jetzt werden wir gemeinsam ihre Bewerbung analysieren. So schaut's aus. Dann. Danke fürs Anschauen. Baba dabei, tschüss. Ciao.